Hi Leute, der Sanu hier. Wenn ihr Bock auf MP-Builds habt oder so generell gerne spielt, dann solltet ihr euch hier die Variante anschauen, weil die hat richtig Dampf und hat zusätzlich noch so einen kleinen versteckten Hot-Button, den man drücken kann, damit das Ganze noch krasser wird. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei und jetzt schauen wir mal. Ich habe tatsächlich nicht ganz so viele MP-Builds auf dem Channel und die Idee dafür kam tatsächlich, als ich während der Incursion dann doch von einem meiner Mates die Ouroboros bekommen habe und dachte, komm, ich meine, die Ouroboros ist stark genug, um in nahezu jedem Build richtig gut abzugehen, aber sie ist halt auch prädestiniert für ein reines MP-Build. Und ich dachte, komm, baust du ein bisschen was nicht nur für die Ouroboros ist, sondern generell ein sehr gutes MP-Build ist, auch für die Open World, was so schon gut Dampf hat und noch so einen kleinen Power-Button hat, wo man noch ein bisschen mehr mit rausholt. Wie ich das Ganze meine, das zeige ich euch jetzt. Wir fangen an mit der Spezialisierung, die in dem Build und finde ich persönlich in einem MP-Build absoluter No-Brainer sein sollte. Und das ist die Feuerwand-Spezialisierung. Weil das Schild, das Stürmerschild ist einfach nice, ne? Schaden, mehr Schaden durch Gegner, die vorne in diesem Kegel drin stehen. Ein Buff für alle Teammitglieder, die dahinter stehen.
Und das Medikit ist nice. Es hat halt Vorteile. Es hat eine sehr schöne Spezialisierung. So, wie haben wir das Ganze aufgebaut? Eigentlich ganz einfach. Ich habe hier noch eine andere Variante für euch, die ihr auch ausprobieren könnt, die auch super ist. Solltet ihr keinen Bock haben auf Bloodstone Armory oder habt gerade keinen zur Hand. Deswegen springen wir auch direkt dorthin. Und ich zeige euch hier, dass wir hier einen Rucksack haben mit Wachsamkeit. Gibt 25% Waffenschaden, nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Ihr kennt es, wenn ihr einen Schaden bekommt, der direkt euren Agent trifft, dann ist der Schaden nicht da, die 25%. Das ist ein bisschen tricky, je nachdem, wenn man ins Kreuzfeuer kommt, ist der Buff halt nicht so oft da. Deswegen muss man überlegen, wie seinem Spielstil entsprechend das zu einem passt. Eine andere Möglichkeit wäre, zeige ich euch sofort, ist, indem ihr, wo ist es, hier, das Rückgrat von Lengmo spielt, von dem Brandset Lengmo, da ist der Sprengsatzwiderstand, ist mal wurscht, aber perfekte unaufhaltsame Kraft ist ein sehr, sehr starkes Talent. Das Töten eines Gegners erhöht den gesamten Waffenschaden 15 Sekunden lang um 7%, kann bis zu 5-mal gestapelt werden, was ziemlich geil ist und kann halt auch, ne, je nachdem, ihr müsst halt die Tötung machen, dadurch müsst ihr es aufrechterhalten. Müsst ihr mal mit rumspielen, sind auf jeden Fall zwei super Optionen. Mit dem, wo ich die meiste Zeit rumgelaufen bin, ist ein Bellstone Army Rucksack. Der gibt uns Rüstungsregeneration auf einem Slot. Die 1% ist nice, zusammen mit der Rüstung bei Tötung, die wir eh haben in dem Bild hier, ist es definitiv eine gute Sache. Ihr seht, dass wir hier schon 3 blaue Kerne drin haben. Ich würde euch auch empfehlen, dementsprechend zu basteln, weil ihr dann einfach ein stärkeres Schild habt. Ein bisschen was aushalten, sollte das Schild schon. Das bekommt ihr halt entweder über gelbe Fähigkeiten, Ränge oder halt über die Rüstungskerne, die blauen. So, 4 Teile Zorn des Jägers. Dürften für alle, die Zorn kennen, dürfte das direkt aufleuchten. Ist halt ein sehr, sehr gutes Set für Schrotflinten und für MPs. Und so auch hier. Deswegen nehmen wir das natürlich mit. 2 Teile Schrotflinten und MP-Schaden, 15%. 3 Teile, 20% Rüstung bei Kills, 100% Lebensenergie durch Kills, die absolut Schwachsinn sind, finde ich. Und 4 Teile gibt uns den Spitzenpredator. Gegner im Umkreis von 15 Metern erhalten eine Schwächung, die den durch sie verursachten Schaden, Waffenschaden um 20% erhöht. Wenn sie einen geschwächten Gegner mit ihrer Waffe töten, erhalten Gegner im Umkreis von 5 Metern verschwommene Sicht. Das ist sehr, sehr geil. Und der Waffenschaden wird 10 Sekunden lang um 5% erhöht. Der Effekt kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Heißt, wir haben da nicht nur sehr guten Damage mit dabei, sondern auch Crowd Control. Ihr es im Gameplay habt das auch gesehen. Die Gegner haben verschwommene Sicht und ihr könnt einen nach dem anderen auseinandernehmen. Was natürlich auch sehr, sehr cool ist in Bezug auf die blutigen Knöchel, worauf ich gleich eingehe. Das werde ich euch auch nicht am Schießstand zeigen können, sondern nur bedingt. Und zeige euch dann den Overdrive mit den blutigen Knöcheln draußen in der Open World. Das Ganze auch mit der Brust. Der Rucksack ist nicht ganz so toll von Zorn des Jägers, aber die Brust ist ganz nice. Die erhöht nämlich die Wirkungsdauer der Stapel von Spitzenpredator von 10 auf 30 Sekunden. Dadurch hat man deutlich mehr Zeit zwischen den einzelnen Gegnern. Das ist, wenn die mal ein bisschen weiter entfernt sind. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann, hier die blutigen Knöchel. Mal kurz auf die Werte. Ihr seht es hier. Ich zeige es euch eh nochmal kurz. Chance und Schaden überall drauf. Dass wir anständige Werte drauf kriegen. Dadurch passt das Ganze auch und wir bekommen mit der Rüstung halt, wie gesagt, ein bisschen bessere Regeneration und ein besseres Schild. Hier könnte ich noch ein bisschen Upgrade machen. So, auf jeden Fall, die blutigen Knöchel, unser Overdrive-Modus. Das Ganze funktioniert so. Schon sehr gut. Ihr könnt super in der Open World laufen, macht alles nieder und habt dann halt hier mit dem blutigen Knöchel dann nochmal so einen Button, den ihr drücken könnt, wenn ihr im Nahkampf-Modus einen Gegner angreift, wo ihr dann nochmal Dick Damage hinzukriegt. Über das Ziel hinaus heißt, das exotische Talent wird einem Gegner mit einer Granate oder einem Nahkampfangriff Schaden zugefügt, wird Rotsehen aktiviert. Rotsehen gewährt 25% Waffenschaden und 100% Nahkampfschaden. Rotsehen hält 20 Sekunden lang an und hat anschließend einen 60-sekündigen Cooldown. Wenn ihr innerhalb dieses Cooldowns noch einen Gegner angreift, verschwindet dieser Cooldown, schlagt ihr ein zweites Mal zu, habt ihr wieder diesen Buff Rotsehen. Das ist ganz nice und ist ziemlich dynamisch während des Kampfs.
Und weil ihr müsst euch da nicht so die Sorgen machen, ob ihr es jetzt aktiviert habt oder nicht, weil der Schaden und das Bild so schon gut funktioniert und der einfach nochmal ein bisschen was aktiviert, wenn ihr dann auf den Gegner klatscht. Ne? Das ist sehr, sehr nice. Als Fertigkeiten seht ihr, dass wir natürlich das Schild genommen haben, wo wir eben drüber gesprochen haben. Schaut, dass ihr auch die entsprechenden Mods in das Schild reinmacht. Ich habe es wie oft, dass ich einfach da einfach es vergesse. Und dann fehlen halt richtig starke Buffs für das Schild. Als zweites könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe eine Drohne, die noch ein bisschen mehr Aggro von mir abzieht, wo ich noch ein bisschen besser agieren kann. Ich mag sie ja. Die als kleine Nadelstiche, das ist okay. Und ansonsten ist sie halt wirklich nur zum Ablenken da. Kommen wir zu den Waffen. Und hier gibt es halt viele verschiedene Varianten, die ihr nehmen könnt. Was sehr, sehr geil ist und sehr, sehr gut kommt in dem Bild, ist natürlich die Todesbraut. Die Todesbraut hat das Talent freies Atmen. Während sie sich bewegen, gewinnen sie 4 Stapel pro Sekunde oder 8, wenn sie sprinten. Maximale Stapelgröße ist 32. Jede abgefeuerte Patrone verbraucht einen Stapel und verstärkt den Schaden um 75%. Kills gewähren 10 Sekunden lang 20% Bewegungstempo, wodurch ihr natürlich schneller sprinten könnt und den Buff wieder schneller aufbaut. Heißt, wenn ihr ständig in Bewegung seid, was das Bild definitiv mit sich bringt, dann ist die Todesbraut hier super aufgehoben. Ansonsten halt, wie gesagt, jede andere MP macht auch Bock. Die Schnatterente geht auch sehr, sehr geil. Die ist auch nice mit anschwellendes Geschnatter. Wenn sie nachladen, erhöht sich die Feuerrate des gesamten Magazins um 20% für jeden Gegner im Umkreis von 15 Metern. Maximale Stapelgröße 5 und Kills füllen 50% ihres Magazins wieder auf. Auch sehr, sehr geil, wenn man das mal aufrecht erhält. Und dann natürlich der absolute Oberknaller in dem Bild ist die Ouroboros. Da braucht man nicht viel zu sagen. Das Talent ist nur schmuckes Beiwerk, herrsche über alle. Wenn ein Agent von einem Statuseffekt betroffen ist, richten 50% der Munition im folgenden Magazin denselben Statuseffekt beim Gegner an. Der Effekt kann nur innerhalb des Gefechts auftreten. So, was die halt so besonders macht, ist einfach der Grundschaden, der so hoch ist. Und die SPM, einfach die Feuerrate, die absolut abartig ist. Also auch sehr, sehr geil aufgehoben in dem Bild hier. Schauen wir uns die allgemeinen Werte an. Wir sind bei 56,5 Chance auf Crit. Da könnte man es tatsächlich noch ein bisschen runter. Ist halt bei MPs, hat man halt den Vorteil, dass man meist immer Chance auf Crit drauf hat. So kann man da ein bisschen mehr mit rausholen. 141,1 Schaden durch. Den Rest seht ihr hier. So, und dann gehen wir mal runter zum Schießstand und da kann ich euch tatsächlich nicht ganz alles zeigen, weil wie gesagt, wir können hier keinen Nahkampfangriff ausführen. Aber wie gesagt, das Ganze ist nicht so schlimm, weil der Damage auch so super ist. Egal, auf Brust, auf Kopf. Nehmen wir mal die Todesbraut. Wir müssen ein bisschen laufen. Da haben wir nicht ganz so viel Platz. Und ein bisschen. Ihr seht auch, die geht wunderbar in dem Bild. Wenn ihr eh ständig in Bewegung seid, am besten auch ein bisschen strafen. Dann habt ihr immer ein bisschen was von dem Buff. Sehr, sehr cool. Gleiches gilt auch hier für die Schnatterente. Stellenweise rennt ihr draußen rum und müsst euer Magazin gar nicht nachfüllen. Ihr müsst gar nicht nachladen, das ist cool. Was auch sehr, sehr cool ist, was ich im Moment ein bisschen am Hochleveln bin, ist, was ich die ganze Zeit nicht hatte, ist, was immer sind, ist das Apartment. Immer für alle Division 1 Spieler, die wissen, da gab es eine Exo, die hieß das Haus, die hatte ein ähnliches Talent. Und die Apartment, ich muss noch hochballern im Expertise-Rang. Hier perfekt bemessen drauf. Die obere Hälfte des Magazins verfügt über 20% Feuerrate und minus 27% Waffenschaden. Die untere Hälfte hat minus 20 Feuerrate und 33 Gesamtwaffenschaden. Seht auch das hier. Sehr, sehr coole MP.
Und ihr seht, wie gesagt, das ganze Bild ist so schon absolut potent, aber jetzt gehen wir mal raus. So, und jetzt seht ihr auch mal, warum die Drohne so nice ist. So, ja, jetzt springen die natürlich alle raus. Ja, klar. Wenn man sie hauen will, dann hauen sie ab. Passt auf, wir gehen runter. So, gehen hier weiter. Ich will mich echt verarschen jetzt. So, jetzt haben wir getroffen. Sieht, dass jetzt der Buff von den blutigen Knöcheln aktiv ist. Und habt halt jetzt nochmal mehr Power und deutlich mehr Damage und könnt noch richtig ausflippen hier. Oh, fuck. Du darfst auch die Tür aufmachen. Ja, aber ihr seht, was ich meine, ne? Hier geht auf jeden Fall mehr. Wenn unten der Buff dann ausgelaufen ist, müsst ihr, wie gesagt, einmal draufhauen und dann nochmal draufhauen und der Buff ist wieder aktiv. So. Oh. Ja, Leute, und das war's. Das war's zu dem Bild. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was für Lieblings-MP-Builds ihr habt. Besonders seid ihr hier vielleicht auch die Oroboros schon bekommen habt. Ich bin auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bye.